Yo, hallo liebe Freunde hier bei Let's Play Child of Light mit mir im Paternlp. Es geht weiter, wir haben jetzt wieder unseren alten Kriegergefährten und wollen von hier entfliehen. Über diese mächtige Brücke. Cordelia, Schwesterherz, der Mond, gibst du ihn mir? Aurora, du siehst elend aus. Das Leben am Hof ist für dich zu fein. Eine Herrscherin wirst du niemals sein. Dein Auftritt ist zu gewöhnlich, zu gemein. Meine Liebe zu dir war stets gut und rein. Nie mochte ich deine Art zu lächeln. Oder die Art, wie du dein Essen kaust. Die Art, wie du durch die Seele läufst. Von deinem Wesen hat's mich gekraust. Du warst eine Schande mit einem Satz. Und ich, Crepusculum, zeige dir jetzt deinen Platz. Dam, dam, dam. Die sammelt ziemlich viel schwarze Energie anscheinend. Oh, ich liebe diesen Soundtrack. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Ich habe so das Gefühl, dass da Licht ganz gut sein könnte. Nee, doch nicht. Da greife ich lieber alle an. So, dich tauschen wir gegen Aurora. Die müssen wir auch ein wenig heilen. Komm. So. Lichtstrahl. Das erste Mal den Pfeilregen auf alle. Von Robert. Passt schon mal gut. Okay, das tut ihm nicht viel. Nein. Nein. Oh mein Gott. Das könnte tatsächlich unser erster Tod in dem Spiel, glaube ich, sein. Das dürfte recht heftig werden. So, wir versuchen es wieder mit einem Pfeilregen. Und er hat mal den kritischen Treffer erhöht. So, Finn, mein guter Freund. Schauen wir mal, ob Lauffeuer was bringt. Bin ich gespannt, was Magie so anrichtet. Nicht viel. Den müssen wir direkt angreifen. Und Finn ist gelähmt. Dann machen wir mal einen direkten Doppeltreffer. Weil gegen Nahkampf scheint er ziemlich anfällig zu sein. Ja, ist auch so. Da werden wir dann gleich Rubella holen. Ja, wir müssen fast jetzt uns da heilen.
Schadensteigerung. Juhu. So. Finn, wir brauchen Rubella. Wer ist denn das da? Robert geht es auch nicht mehr gut. Nee, wir tauschen den jetzt mal aus. Beziehungsweise, nee, den... Oh, gerade nicht, dass er... Nein, verdammt. Das darf doch nicht wahr sein. Das brauchen wir. Ist er erledigt? Nein, gerade nicht geschafft. Das ist gar nicht gut. So. Und jetzt kommen sie tausendmal. Das wird gar nicht gut ausgehen. Weil dieser Lindwurmzahnangriff, der macht... Nein, lebender Hieb. Ah, Robert, ich liebe dich. So. Dann machen wir eine Überrumpelung. Doppelangriff auf das Riesenvieh. Und gleich noch den Doppeltreffer hinterher. Diesmal nicht allzu viel bewirkt. Rubella hat schon ein bisschen Probleme. So. Vielleicht wechseln wir dich gegen Oingus aus. Er sammelt nochmal Kraft. Ich glaube, vor seinem nächsten Angriff sollten wir eine Verteidigungsposition einnehmen. Falls es sich ausgeht. Der kontert. So, dich in die Verteidigung. Und ich hoffe, ich bringe ihn noch mal in die Verteidigungsposition. Das war, glaube ich, nämlich wichtig. Ich war in Verteidigungsposition und dennoch hat das so viel ausgemacht. Machen wir nochmal den Angriff. Und ich glaube, der hat jede Menge Leben. Sondern dieser Lindwurmzahn, der tut natürlich extrem weh. Super, jetzt ist er gelähmt. Toll.
Jetzt müssen wir ihn fast tauschen. Versuchen wir ihn zu paralysieren, aber er ist schon angeschlagen. So. Toll, sind jetzt alle gelähmt? Nee, er ist verlangsamt, okay. Dürfen sie alle 1000-mal ran. Schauen wir mal, ob sich der Donnerschlag ausgeht. Nein, geht er sich nicht aus. Aber sie gehen nur auf unseren Golem. Das ist gar nicht gut. Der muss noch überleben, bis wir ihn tauschen können. Was bringt denn der Donnerschlag? Das habe ich mir, glaube ich, letztes Mal schon gedacht. Dann holen wir mal Tristis rein. Unaufhaltsam. Ah, falschen, scheiße. Zurückgeholt. Ah, verdammt. Das hat sich jetzt vollgebracht. Ich glaube, verteidigen ist jetzt besser. Ah, verdammt, er macht einen Fokus. Er macht schon wieder einen jetzt macht er erst den Donnerschlag. Okay. Ah, tut schon weh. Gar nicht mal so schlecht. So, jetzt kommt der Dreifachschlag für den Gegner. Sammelt mal Kraft. Tristis setzen wir dann gleich in Verteidigungsposition. Beziehungsweise wir holen jetzt Aurora. Und diese setzen wir in Verteidigungsposition. Und er bekommt jetzt ein Lebenselixier. So, der hat mal volles Leben. Jetzt kommt wieder Lindwurm-Odem. Und er bekommt einen schönen Seitenhieb. Auch Aurora bekommt was ab. Der schaut auch nicht mehr so gut aus. Jetzt ist sie gelähmt. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, gehen wir. Wenn sie uns jetzt stirbt, ey, das wäre eine Katastrophe. Safety first. Und das war auch wichtig.
Die wären sie jetzt verreckt, glaube ich. Er ist doch schon so gut wie gelähmt. Wie oft wollt ihr das denn noch machen? Ja, geht nur auf ihn, ist klar. Okay, der geht mal unter. Jetzt können wir uns auf die restlichen kleinen Schweinchen konzentrieren. Verwundbar durch Licht. Dachte ich mir fast. Ja, komm. Diesmal gehen wir ein bisschen Risiko ein. Schauen wir mal, ob er sofort erledigt ist. Nee, leider nicht. Donnerschlag. Der jetzt unterbrochen wurde. Wie viel haben denn die? Das gibt es doch nicht. 444. Das geht sich sowieso nicht aus. Wurde auch wieder zurückgeworfen. Ich glaube, wir holen jetzt Finn für unseren Wächter. Ja, ich bin mir nicht nur ziemlich sicher, sondern das mache ich jetzt sofort dann. So, wo ist er denn? Hier. Dann machen wir einen schönen Blitzschlag auf den anderen. Und der ist jetzt weg. Ja, macht auch nicht wenig Schaden. Aber die Katze ist jetzt im Sack. Das dürft man nicht mehr verlieren. Jetzt nochmal einen schönen Lichtstrahl auf ihn. Ne, kein Schlag. Soll schon ein bisschen heftiger sein. Zuerst da kommt der Lichtstrahl und dann bekommt er nochmal einen Elektroschock hinterhergeworfen. Der macht auch einfach mal 222, aber ich glaube, er ist noch nicht K.O. Ich glaube, erst beim nächsten großen Angriff. Ja, habe ich mir fast gedacht. So, jetzt aber. Jetzt soll er aber hoffentlich erledigt sein. Ich würde weinen, wenn wir das noch verlieren. Deswegen nehmen wir einen Feennektar. Ganz zur Sicherheit nehmen wir uns da noch was für Aurora.
So, Lichtstrahl. Schauen wir mal, ob ein Lauffeuer auch effektiv ist gegen die Viecher. Vielleicht kommen die ja nochmal vor. Und jetzt noch bitte mit dem Feuer ganz verbannen hier aus dieser Welt. Ja. Genau so ist es auch. Ach du Scheiße, hat das... Boah. Wie viel EP das bringt. 34.000. Gleich 2 Fähigkeitenpunkte. Alle jetzt bei der 30. Der Mond mag vorerst der deine sein. Aber warte nur, Mutter schlägt dich kurz und klein. Das Spiel fasziniert mich immer wieder, Leute. Ich kann es nicht oft genug sagen. Oh, wo ist Aurora hin? Igniculus, du bist plötzlich so klein. Ich glaube eher, du bist gewachsen. Oder täuscht der helle Mondschein? Wen interessiert Auroras Maß? Wir haben einen Drachen getötet und passen gut zusammen. Wir sind stärker als die Konkurrenz. Zum Glück sind wir beisammen. Was machen wir nun? Jetzt ist die Sonne an der Reihe. Auf in die tiefsten Tiefen, auf dass ich sie befreie. Sie ist gewachsen und wir haben Fähigkeitenpunkte. So. So, wir erhöhen die Magie. Und den... Boah, Sternenlicht alle. Wie geil ist denn das? Da will ich hin. Dann... Bei ihr könnte ruhig... Was könnten stärker werden bei ihr? Die Stärke. Und dann Überrumpelung alle. Ist ja heftig. So, und dann bald. Das sieht ja alles richtig gut aus. Das wäre gar nicht so schlecht, wenn wir da raufkommen. Ich würde gern genau Eile für alle. Das ist sicher nicht so schlecht. Der Donnerschlag, dass der auch verstärkt wird, das wäre ganz cool. Ich bin ja vom Golem eigentlich recht enttäuscht. Der läuft, der ist nicht so gut. Da will ich hin. So. Zerschmettern. Genau, dann halten wir das mal. Neuer Fertigkeitenbaum, wo denn? Ach du meine Güte. Lichtstrahl alle. Okay. Zu den gefluteten Landen. Der Part wird ein bisschen länger, damit wir jetzt nicht nur einen Kampf haben, sondern eventuell ein bisschen Story. Ich liebe dieses Spiel. Auch wenn ich selten spiele, aber wenn ich spiele, dann genieße ich es. Aus dem Turm trat
Höchste vom Hohen, am Himmel Lohen, ruhte das Tiefste vom Tiefen, unter des Meeres wilden Wogen, dort, wo die Nobelesfische schliefen. Während die Wasser der Flut ohne Unterlass stiegen, stand der Herzog an des Todes Schwelle. Umbra und Nox harrten seine im Dunkel. Wenig Zeit blieb zur Abwehr der Schicksalswelle. Die Piskianerin und der Unhold. O Ignikulus, komm geschwind! Das Tiefste vom Tiefen kann ich nicht sehen. Fröhlicher Ort, nicht wahr? Für einen Wurm ist er vielleicht genehm. Was mich ungemein verwirrt. Warum ist der Grund übersät mit Himmelsflecken? Das täuscht, überflutet ist das Land in allen Winkeln und Äckern. Oh. Gegen das Feuervieh kämpfe ich gern, weil da weiß ich, was ich einsetzen muss. Oh, da ist ein Geisterpferd. Was auch immer ein Geisterpferd hier macht. Aber es scheint schnell zu sein. Und wir haben mit Aurora ja, glaube ich, einen Wasserschlag. Wenn mich nicht alles täuscht. Nee, hat mich nicht getäuscht, aber es bringt nicht viel. Gehen wir mit Aurora lieber auf das Pferd und mit Finn auf das Vogelvieh. Das Vogelvieh können wir dann gleich runterdrehen. Ja, super, willst du mich verarschen? Monsun auf dich direkt, du Kackvieh. Schauen wir mal, ob Sternenlicht was bringt. Mal zurückgeworfen. Aber bringt anscheinend nicht viel. Jetzt müssen wir sowieso die Angriffe... Ah ne, er sammelt Kraft, okay. Bitte einmal einen Monsun. Sengende Bö kann der. Aber hat er gegen Aurora gemacht. Zurückgesetzt. Ich glaube, ich hole Finn. Ah, Robert. Der dürfte da schon was bezwecken können. So. Robert, mein Freund. Du behinderst mal das Pferd da. Ja, hahaha. Da bringt das Kraftsammeln nichts, ne? So, wieder ein Monsun auf dich. Und ein Pfeilregen auf alle. Oh, 305 beschädigt. Geschädigt, irgendwie. Jetzt bringt der Pfeilregen logischerweise nichts mehr. Außer, dass wir ihn zurückversetzt haben. Aber verlangsamen wir ihn nochmal zusätzlich. Kann ja nicht schaden. Vielleicht bringt ein Blitz gegen so ein Geistervieh was.
Schauen wir mal, Doppeltreffer. Klingt doch interessant gegen das Vieh. Pferdejagen. Nochmal unterbrochen direkt. Ah, bringt auch nicht wirklich viel. Ja, komm, lassen wir ihn angreifen. Oder doch nicht? Kommen wir nochmal dran? Ja, direkter Angriff macht gleich viel mehr. Deswegen holen wir Rubella. Machen eine kleine Überrumpelung. Ah, jetzt darf er mal. Darauf wartet er, glaube ich, auch schon 3 Runden. Bis er diesen knöchernen Tritt machen durfte. Und erledigt ist er. Rubella nochmal mit dem Stufenaufstieg. Und auch unser netter Golem. Was treibt ein Populi-Händler hier? Nicht Streit auf den Märkten will ich entfachen. Die Liebe einer bezaunten Bolmus suche ich. Sie will ich freien und zu meinem Weibe machen. Am Horizont ist Tragödie bereits in Sicht. Und du denkst an Liebe, ein Gedicht. Wir sind dem Untergang geweiht, weißt du's etwa nicht? So, mit dieser motivierten Ansprache von Tristis sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich sag wie immer, danke fürs Zusehen, euer Pazern LP. Tschü Leute.